Ich jage heute Impergator, nämlich mit Barrikadax und mit Tengulist, also vorrangig mit Tengulist. Barrikadax natürlich auch, da machen die Dunkelklauen überhaupt keinen Schaden. Typ normal, eigentlich immun und dann noch Typ Unlicht. Da kann man mit Dunkelklauen nicht viel anstellen. Ich habe eventuell Abblocker und Tengulist, ja, denke ich mal, hoffe ich mal, gewinnt auch dagegen. So, okay. Galas Mogmog ist echt nervig. Ich bin froh, dass ich dich hier habe. Aber, ja, da muss ich mich schon in Acht nehmen. Dich muss ich loswerden. Eventuell schilde ich sogar den Wirbler. Wow, okay. Yo, da habe ich hoffentlich keine Feeattacke abgefangen. Das hoffe ich wirklich sehr. Ja, Wirbler, sehr schön. Sollte nicht sehr effektiv sein. Okay. Das tut schon weh. Ein Epitaph tut schon weh. Oh, ich bin echt schwach gegen. Aber ich meine, habe ich ja ABB hinten drin, schwach gegen sowas. Und ich bekomme den Boost, aber der hilft mir leider nicht weiter. Ich bekomme den wirklich nur, wenn er komplett unnötig ist. Der hat mir hier gar nicht weitergeholfen. Boah, das wird nervig. Das wird wirklich nervig, weil ich bin auch mit Tengulist schwach hiergegen. Sehr schön. Danke für den Nachthieb. Na und? Wir warten noch auf Impergator. Na oder? Was meint ihr? Auf Impergator warten wir noch. Ich schild nochmal nicht. Und werde Drachenklaue erreichen. Oh! Nicht, wenn er den Booster bekommt, oder? War der da? Ich habe es echt nicht gesehen. Da muss man so genau drauf achten. Da muss man echt so genau drauf achten. Boah, ich bin gerade froh. Da bin ich gerade wirklich froh. Hilfe! Hilfe! Tut mir leid, Tengulist. Alle drei waren gegen dich. Alle drei waren wirklich komplett gegen dich. Alle drei waren gegen dich. Du konntest hier nirgendwo hingehen. Aber Tengulist hat auch wirklich viele, viele Schwächen. So. Oh, Moment mal, wartet. Wartet. Ich glaube, nein, da muss man immer auf Laubklinge gehen. Das war doof. Hier immer auf Laubklinge gehen. Hier wirklich immer auf Laubklinge gehen. Ich dachte, wir versuchen mal. Ich habe in der vorherigen Folge so oft aufgegeben. Aber eigentlich in dem Moment, wo ich hier Alola Slimog gesehen habe, hätte ich aufgeben können. Tengulist hat wirklich viele Schwächen. Gift, Kampf, Fee, alle drei Pokémon, die da waren. Im Grunde alle Sofortattacken, Ladeattacken sowieso, Feuer, Flug, Käfer, keine Ahnung, echt viele. Viele, viele Schwächen. Dragoran. Da machen wir eine Drachenklaue. Nämlich direkt. Und ich hoffe, er fängt die nicht ab. Und dann würde ich aber gerne abfangen. Denkt ihr, das erlaubt er mir? Weil ein Kraftkoloss... Komm schon, bitte. Ah, das war nicht abgefangen. Das war auf keinen Fall abgefangen. Dann schill ich mal. Ein Kraftkoloss würde mich komplett aus dem Leben nehmen. Und... da haben wir ihn auch schon. Okay. Wir machen Nachthieb. Glaube ich, das wäre schon schlauer. Uff. Gut. Er erlaubt mir noch einen Nachthieb immerhin, bevor er Säuselstimme macht. Würde ich eine Säuselstimme überleben? Oder nicht? Oh, ich will nicht chillen. Ich will nicht auf Null Schilde gehen. Ich überlebt. Ich glaube, ich erreiche noch einen Nachthieb. Ja. Okay, oder er gibt Energie aus. Oder so. Okay. Nehmen wir mal. Nun hat dann Tengulist Feuer frei. Hier kann ich, glaube ich, noch vier machen. Obwohl, nein, Drachenklaue würde nicht besiegen.
Drachenklaue hätte nicht besiegt. Dann hole ich mir hier noch ein kleines bisschen mehr Energie. Die Drachenklaue hätte leider noch nicht besiegt. Ich mache noch 4. Dann habe ich echt viel Energie. Dann bin ich komplett energiegeladen. Muss aber schnell reagieren. Ich glaube, Dragoran wird er nicht reinholen. Oder er holt Dragoran für eine Sekunde rein und fängt dann irgendwo ab. Okay. Vielleicht hätte ich hier nicht ausgeben sollen. Mondgewalt effektiv. Boah, alle Pokémon haben hier irgendwas Effektives. Mondgewalt effektiv. Und ich drücke direkt hier im Gleichstand. Mit der Mondgewalt. Wie kann man so viele Schwächen haben wie du? Schäm dich doch. Typ Eis auch schwach. Quappo und so vernichtet mich. Eieieiei. Wie viel wird die Mondgewalt machen? Okay. So viel, dass mich Dragoran hier nicht runterfarmt. Aber Dragoran hat ja echt noch viele KP. Leider, wie ich sehe. Sehe ohne Seher. Okay. Okay. Tipptopp. Tippity-top. Es geht genauso weiter, wie es in der vorherigen Folge aufgehört hat. Ich muss legendäre Pokémon reinnehmen. Ich kann so nicht gewinnen. Aber noch keine Impergator. Die haben wir bisher vermieden. Ich will ja eigentlich nur ein bisschen so gegen Impergator schauen. Wie wenig die Dunkelklauen machen. Oh, das war böse. Wie kann man wirklich so viele Schwächen haben wie Tengulist? Na gut, ein Fiaro. Mittlerweile mit Fliegen verliere ich dagegen eigentlich auch eher. Kann man sagen. Aber ich bleibe drin. Ich bleibe hier drin. Und werde schilden, oder? Nein, ich gehe raus und werde nicht schilden. Wieso schilden die Leute da alle, hä? Ich habe ja nur maximal eine nicht sehr effektive Loe-Kanonade. Wieso wird hier geschildert? Oh, das wäre der Köder gewesen. Wieso fange ich den ab? Wieso fange ich den Köder ab? Keine Ahnung. Ich dachte echt, man geht hier auf Fliegen. Doch man macht die Nitroladung. Ja, die muss ich dann schon mal leider schilden. Befürchte ich. Doch wieso bleibt er noch drin? Schildert einfach nochmal und einäschert mich dann runter. Weil ich glaube, das könnte er danach. Dann habe ich riesige Probleme. Das macht er wirklich so. Ja. Oh, danke dir. Danke dir. Da hatte ich Glück. Er hätte mich einfach einäschern können. Ich hätte die Attacke definitiv nicht davor gehabt. So, dreimal schon gesteigert. Dreimal gesteigert. Ich will keine Sofortattacken mehr abbekommen, glaube ich. Obwohl ich mir hier... Ja, okay, die geht in Ordnung. Die gehen in Ordnung, die Sofortattacken. So. Bitte nicht noch ein Pokémon. Okay. Immerhin dieses Slimog. Aber... Ah, Tengulist. Du bekommst nur effektives Zeug ab hier. Komplett aus allen Ecken. Aber so richtig. Ich weiß nicht, ob ich hier schilden sollte. Ich weiß echt nicht, ob ich... Wer spielt hier Säurespeier? Ich werde komplett auseinandergenommen. Bei einem normalen Slimog Säurespeier? Nein, oder? Okay. Ich dachte, da hat man, ich weiß nicht, diese eine Unlichtattacke und diese, genau, Donnerschlag und Knirscher oder nicht Knirscher. Schmarotzer oder so. Säurespeier geschildert. Ah, perfekt. Ich hätte nicht schilden sollen. Mit sowas muss man ja rechnen. Mit sowas muss man ja eigentlich rechnen, oder? Dass hier ein Säurespeier kommt. Ich meine, klar, die anderen Attacken wären dann nicht so effektiv gewesen, aber... Ach, du meine Güte, Tengulist, wirklich? Komplette Schwachstelle. Eine schwächere Schwachstelle kann ich mir gar nicht vorstellen. Alle Attacken effektiv dagegen.
Die nehmen mich alle auseinander hier. Ich schaffe eine neue Serie. Eine Niederlagenserie hier. Brutalanda. Das ist schon Brutalanda. Ich glaube, für Tengulist sollte ich mir am Ende auf keinen Fall Schilder aufheben. Die braucht niemand. Niemand braucht hier Schilde. Wow, der war stabil. Der Schaden war stabil. Leider nicht abgefangen. Wieso? Aber immerhin kommt noch eine Attacke. Von daher geht das auch völlig in Ordnung für mich. Knirscher, okay, nehmen wir. Da geht jemand auf die Abschwächung. So, und ich gehe nun auf den Abblocker. Blocker. Flockig vom Hocker. Das wollte ich mir nämlich mal ansehen. Abblocker, abschwächen. Na und dann eine Schilden. So, eine Schilden. Und danach nochmal Abblocker und dann nicht mehr Schilden. Dann will ich schauen, was hier so passieren kann. Das wäre mal der Plan. Ich hoffe, ich erreiche die vor dir. Nö, das war nicht der Plan. Okay, dann war das Quatsch. Ich dachte echt, den Abblocker erreiche ich noch vor dir. Ja. Nun wird es knapp, ob ich noch eine überlebe ohne Schilden. Das war dann Quatsch. Schade. Okay, aber wir bekommen ein Schild. Wenn ich die nun noch überlebe, dann kann ich runterfarmen. Okay, das war wirklich nicht verkehrt. Also gegen Impergator mit einem minimalen Energievorsprung kann man schon was machen. Ich will schnell reagieren. Okay. Ich glaube, ich gehe blind auf Abblocker. Giratina, jawohl. Die haben mich alle mit Galagladi so fertig gemacht. Da waren nur Pokémon gegen mein Dingenskirchen. So, dann nochmal. Und dann kann hoffentlich Tengulist ein bisschen was machen. Juhu. Hallöchen. Die Sofortattacken nicht sehr effektiv. Mal schauen, wie viel so eine Drachenklaue verursacht. Kann ich hier noch verlieren mit einem Schildvorteil und dieser Vorarbeit? Okay, sollte, glaube ich, nicht sehr effektiv gewesen sein. Eventuell Schattenstoß und Schemenkraft oder keine Ahnung, aber... Boah. Doppelt abgeschwächt und noch überlebt. Seine Verteidigung war doppelt abgeschwächt auch. Hm. Na gut, immerhin, wir haben mal gewonnen. Der Fluch ist vorbei. Wir konnten uns einen Sieg holen. Und gegen Impergator, es war wirklich so, wie ich das ein bisschen gedacht hatte. Oder das wäre der Plan gewesen. Mit Dunkelklauen kann er nicht viel machen. Wenn ich mit Abblocker dann schon ein bisschen gestärkt bin, überlebe ich ein paar Ladeattacken und kann dann je nach Schilden irgendwie runterfarmen. Ich glaube, Barrikadax kommt wirklich gut gegen Impergator an. Okay. Stabil, dich will ich hier sehen. Okay. Dich will ich hier sehen. Und auch hier sehen. Gut. Da kann ich, glaube ich, nicht mehr wirklich gewinnen. Weil mich die Charms schon so ein kleines bisschen auseinandernehmen. Und gegen Cavalanzas, naja, was soll ich da machen hinten drin? Bin ich sehr schwach dagegen. Okay. Okay. Wenn nicht Cavalanzas reinkommt, muss ich sofort rüber. Hallo? Sofort rüber. Sofort rüber. Und ich gebe keine Energie aus. Obwohl die Käferattacken, ich würde mich mit Abblocker vielleicht auch schon gerne steigern. Ich werde schilden. Ich werde schilden. So. Und nun müssen wir dieses Teil irgendwie loswerden. Irgendwie, und ich brauche Verteidigung. Weil Kampf... Oh, gut. Der Kampf macht guten Schaden. Kampf macht sogar sehr guten Schaden. Und Castellet hat ja Katapult als Sofortattacke. Ja, und Käfer auch gegen Tengulist. Hilfe. Das. Habe ich gerade den Boost bekommen? Ich glaube schon, oder? Was? Wir sind im Säurespeiermeter.
Hä? Leute, helft mir mal wirklich. Seit wann? Habe ich da geschlafen? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Wir sind komplett im Säurespeiermeter angekommen. Wann ist denn das passiert? Jeder spielt Säurespeier. Alola Slimog mit Standpauke spielt Säurespeier. Hier alle spielen mit Säurespeier und ich glaube, hier habe ich verloren. Da kann ich nicht mehr gewinnen. Alle spielen mit Säurespeier. Das war heftig, deftig, effektiv. Alle verwenden Säurespeier. Ich blick die Welt nicht mehr. Ich blick die Welt ja nicht, gar nicht mehr. Oh! Oh. Das ist doch. Okay. Alle drei Pokémon effektiv gegen Tangulist. Wirklich eine Tragödie. Eine Tragödie. Ich könnte... So ein Hornlio hätte ähnlich viel gemacht. Hinten drin. Oder ein Raupi. Teilt sich auch ein paar Schwächen. Wirklich brutal. Wenn man so viele Schwächen hat. Wow. Das war echt wild. Die Käferattacken effektiv. Die Konter von Kabalanz ist effektiv. Meine Pflanzenattacken natürlich überhaupt keinen Schaden. Na und die Feen, die Charm hätten mich auch alle beide hinten drin vernichtet. Alter Schwede. Wirklich alter Schwede. Okay. Mhm. Gut. Na gut, gut, gut. Ich werde hier schilden. Ich werde hier die Matschbombe schilden. Ich brauche dieses Pokémon auf jeden Fall. Wäre schon verlockend. Aber hier ködern wäre auch ein bisschen Quatsch eigentlich. Von daher sehr gut. Und... weiß ich nicht, ob ich das so machen soll. Und dann auf 0 Schilde. Ich brauche Glurak auf jeden Fall. Ich habe so viele wilde Schwächen hinten drin. Und okay. So, wartet mal. Wenn er nun ködert, wie viele Sofortattacken kann ich noch machen? Das mit Matschbombe ist immer so eine Sache. Ich glaube, 5 könnte ich dann noch machen. Okay, bei Matschbombe dann 6 Sofortattacken. 5, 6 und 7. Und ich glaube, er wird direkt drücken. So, Nachthieb-Reichweite, genau. Er wird direkt drücken. Vermutlich fliegen, oder? Fliegen, da haben wir es auch schon. Und nun sollte ich die Attacke vor dir erreichen. 3 und 4. Eine schon kommt noch nicht an. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also diese ABB-Aufstellung klappt mal gar nicht. Da gewinne ich die Führung und dann habe ich hinten drin noch immer Pokémon, wo ich nicht so ultra... Wer gewinnt den Gleichstand? Ah, okay. Nein, davor war ja Matschbombe. Gut, weg mit dir. Na und, gib mir Impergator. Nö. Rexblizer. Aber auch wild, wieder. Wieder. Eis effektiv gegen Tangulist. Meine Pflanzenattacken machen keinen Schaden. Fiaro nimmt mich komplett auseinander. Und Bisaflor hat Matschbomben. Alter Schwede, ich dachte echt, Tangulist so ein bisschen auf Impergatorjagd gehen. Spielt nicht Tangulist. Es gibt ja nur effektive Pokémon. Nehmt irgendwas wie Cresselia oder so. Wo immerhin, ja. Das ist brutal. Sagt mir ein Pokémon mit mehr Schwächen hier in der Hyperliga, die andauernd vorkommen. Ihr findet keines. Ihr werdet wirklich keines finden. Wir drücken im Gleichstand und fühle ich mich heute riskant? Und hier wieder, Flug, effektiv gegen Tangulist. Nur effektive Pokémon überall. Vorne und hinten. Da habe ich echt kein gutes Pokémon gewählt. Okay. So. Ich weiß gar nicht, was ich mir mehr wünschen würde, dass ich abgeschwächt bin oder dass er... Okay, ich bin abgeschwächt. 4 und 5. Wir drücken mal nicht und... Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Da weiß ich gerade nicht. Ich bin ja doppelt abgeschwächt.
Ich hoffe, er gibt relativ schnell dann nochmal aus. Und dann könnte ich mit Tengulist vielleicht ein bisschen Energie farmen. Ach du meine Güte. Okay, Gleichstand hätte ich sowieso verloren, das weiß ich. Ich weiß nicht viele Gleichstände, aber... Oh, okay. Wow! Das war ein königlicher Undercharge. Der war wirklich... Ich glaube, das kann ich nicht erlauben. Das kann ich nicht erlauben. Der hätte noch, keine Ahnung, 3, 4 Sofortattacken sich holen können. Das wäre schon sehr wild gewesen. Das konnte ich doch... Aber der Undercharge war heftig, deftig, saftig, schmaftig. Muss ich schon sagen. Der war brutal. Der war brutal. Na gut. So, hier kommt er mit Tauboss rein. Na und... Gleichstand. Wunderbar. Wunderbar. Ich könnte mir schon Impergator vorstellen, aber ich will gerade irgendwie nicht chillen. Ich will gerade irgendwie echt nicht chillen, weil es sowieso die Daunenreigen sind. Aber ich kann mir schon Impergator vorstellen. Das sind garantiert die Daunenreigen. Die besiegen mich ja auch schon. Da will ich nicht chillen. Da will ich wirklich nicht chillen. Und er schafft noch eine Sofortattacke. Ärgerlich. Na gut. Ich muss dich loswerden. Okay, sehr gut. Immerhin bin ich dann mal nicht abgeschwächt hier drin. Und? Können wir noch was machen? Eventuell? Vielleicht hätte ich schon vorher drücken sollen wegen Blubstrahl, aber ich will eigentlich die Loe-Kanonade haben. Ich wollte auch nicht im Gleichstand drücken. Ja, es ist wirklich Blubstrahl. Ich bin im Säurespeier Blubstrahlmeter und verliere dadurch. Hä? Ich bin komplett im Säurespeier Blubstrahlmeter, Leute. Was ist los mit euch? Heftig. Heftig, deftig. Da gehe ich direkt auf Drachenklaue, bevor ich direkt sofort nochmal abgeschwächt werde. Holla die Waldfee. Säurespeier Blubstrahlmeter. Komplett, aber sowas von. Ich glaube, eine Drachenklaue wird noch nicht besiegen. Ich hoffe, er hat noch nicht Back-to-Back. Erreiche ich noch die Lohe-Kanonade? Erreiche ich. Sehr gut. Ich dachte mir so, okay. Das waren ja, ich hatte 2 Schilde gegen 0 Schilde. Und ich habe abgefangen noch. Ich habe abgefangen. Und hätte fast verloren. Weil Blubstrahl einfach, ja. Heftig, deftig. Ich kann es nicht glauben. Ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern für diesen Sieg. Für den habe ich echt hart gearbeitet. Da habe ich eine Attacke nach der anderen abgefangen. Daunenreigen abgefangen, Dingenskirchen. Aber der Undercharge von Zumpex, der war wirklich auf den Punkt genau. Da muss man manchmal eine Entscheidung treffen, dass man das nicht erlaubt, oder schon? Okay. Dragoran. Mit einer schwachen Verbindung. Ich würde so gerne die Drachenklaue abfangen. Wirklich, wirklich so, so gerne. Komm schon. Na! Seht ihr das? Manchmal, dann macht er eine Pause und man denkt schon, yo, man hat nun abgefangen. Oh. Dragoran mit Quappo. Na okay, ich gehe direkt raus. Ich gehe direkt raus. Giratina mit Quappo wäre auch noch empfehlenswert. Oder einfach Dragoran, Quappo und Giratina hinten drin. Sowas kann man auch machen. Sowas wäre dann auch nicht so schlecht. Und wieder hier beide Pokémon effektive Attacken. Kraftkoloss gegen Tengulist, die Konter gegen Tengulist, Eisstrahle gegen Tengulist oder Eissturm gegen Tengulist, meine ich. Nehmt nicht Tengulist. Man hat dann ab und an, hätte man Apokalyp, da resistiert man alle Attacken, aber die halten sich eher in Grenzen. Tengulist, komplett schwach, finde ich. Hier, alles effektiv, außer Spukball. Die Sofortattacke effektiv, die Ladeattacke effektiv. Na gut. Na gut, na gut und na gut. Nehmt kein Tengulist, Leute, ich sag's euch. Überhaupt nicht.
Okay, nicht geschildert. Freut mich schon mal. Und ich hoffe nun einfach. ABB, ich hoffe, dass wir da Dinge machen können. Jo, wichtig und richtig. Die Säuselstimme würde ich hier definitiv auch drücken. Von daher, ich kann nicht mal abfangen. Spukball abfangen wäre schön, aber hier kann man leider nicht abfangen. Boah, wartet mal. Wenn ich Glück habe, überlebe ich die noch. Oder mit einem KP, mit Ansage. Oh, schade. Schade, schade, Schokolade. Na gut. Was war das? Was war das? Ich weiß gerade echt nicht, ob ich schilden soll, aber Säuselstimme. Ja, okay, schilden wir. Was war denn das gerade? Heftiges PvP. Heftiges PvP. Also mit ABB darf man nicht drinbleiben, aber das war ein falches ABB-Team, welches ich hier gebaut habe. Denn die Pokémon, die ich vorne brauche, da sind hinten noch immer Stärken. Und hier auch wieder Tangolist gegen Skillokrok und gegen Dingenskirchen. Aber immerhin gegen Skillokrok hätten wir ja die Unlichtattacken. Ja, doch die Einäschern würden uns schon komplett aufsaugen. Hilfe, nicht schon wieder Dragoran. Bitte nicht schon wieder Dragoran. Ich glaube, da bleibe ich diesmal einfach drin und hoffe, dass wieder kein Quappo hinten drin ist. Weil dann habe ich sowieso verloren. Aber Krypto-Dragoran mit Quappo, keine Ahnung. Kann ich mir nicht so vorstellen. Endlich mal abgefangen. Kann ich mir nicht so vorstellen, dass das jemand spielt ohne Autorekt, oder? Und damit wirklich Erfolg hat. Drachenklaue, sehr schön. Die will man natürlich abfangen. Und nun fängt er bei Quappo ab. Nein, doch nicht. Kein Quappo. Mal Glück gehabt. Vielleicht ein Giratina. Weil da würde er natürlich nicht drüber gehen. Eventuell ein Giratina. Und ich schilde. Ich schilde hier und schaue, was passiert. Kann ich? Ich glaube, ich kann runterfarmen. Jo, sehr gut. Das war mal in Ordnung. Das war mal in Ordnung. Und wieder ein Skillokrok. Okay. Schaffe ich noch einen Nachthieb? Das. Wow! Jo, ich schaffe noch einen. Da hätte man nun ködern können. Vor allem, nachdem ich den Boost erhalten habe. Hätte man hier schon den Abblocker wagen können. Sage ich ehrlich. Okay. Tangulus, es tut mir so leid. Ich finde hier wirklich nirgendwo ein Pokémon, wo ich dich verwenden kann. Ich finde kein Pokémon, wo ich dich hier nur irgendwo verwenden kann. Das tut mir so leid für dich. Will ich im Gleichstand drücken? Vielleicht drückt er. Okay. So. Ich hab mal eine neutrale Attacke. Ich hoffe, du freust dich. Eine neutrale Attacke. Und er hat aber effektive Attacken. Borschnabel. Okay. Leider hab ich so ein bisschen Energie hergeschenkt. Nun weiß ich nicht, wie viel ich noch machen kann. Ich mache noch zwei Sofortattacken. Mit schlechtem Timing, aber das wird schon besiegen. Und dann kann Skillokrok mich definitiv nicht runterfarmen. Und ich habe drüben eine Attacke. Gut. Okay. Wow. Wow, da freut man sich gerade wirklich über jeden Sieg. Werde ich nicht mehr spielen? Ich muss wieder bei Home Slice Henry vorbeischauen. Das ist eine Team mit Registeel und so weiter. Das war heftig, deftig. Aber wenn ich irgendwelche Teams baue, nicht mehr. Bitte nicht mehr und bitte auch Tangolist nicht spielen. Bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen.